Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind im Smaragdgrab unterwegs. Das heißt so, da hier angeblich die Elfen, wenn einer stirbt, einen Baum erzeugen. Also dort, wo ein Elf gestorben ist, wächst dann ein Baum. Man weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine ganz nette Legende. Hat uns die Speerin Hardin erzählt. Oh, hier ist alles rot. Und da ist Lyrium. Das können wir kaputt machen. Das mache ich auch kaputt. Da freut sich der liebe Varric nämlich. So, komm, hauen wir die erstmal weg. Bababam. Eins weniger. Oh oh. Ja, weg, Kumpel. Au. Du Arschgesicht. Geh weg. Panik. Oh, komm schon. Bababababam. Boah, was ist das denn? Brrrt. Voll gut. Ach, wisst ihr was? Ich mach's mir einfach. Zack. Alle mal sterben, bitte. Ja, ja. Sterbt mal schneller. Das dauert mir zu lang. So. Erstmal alles töten. Ein Dalish-Buch. Sehr schön. Tut weh, ne? Das tut noch mehr weh. Jawohl, Cole, du bist so geil. Es ist erstaunlich, dass es immer wieder einige gibt, die das Chaos nutzen, um sich selbst zu bereichern. Wow. Ein Seelenküsser. War das ein Bosskampf eben? Also so ein härterer Gegner? Ah, ne, falsch. Blackwall, wo haben wir ihn denn? Ich habe ihm nämlich extra ein neues Schwert gebastelt, aber das hier... Der Seelenküsser. Klugheit. Ich glaube, das bringt einem Krieger nicht so viel, ne? Das gebe ich mal Cassandra, das Teil. Und ich habe ihm ja das neue, den neuen Schild gekauft. Okay. Hey, zwei Macht. Okay, cool. Von Schwester Cousteau. Hugh. Ja, ich weiß, wie Duhaim über die Leute beim stummen Beobachter denkt. Aber er irrt sich. Die Flüchtlinge haben uns... für Monster. Was halten uns für Monster? Und das nur wegen Dame und seinesgleichen. Duhaim, meine ich. Was für ein Name. Wenn sie uns in die Quere kommen, müssen wir sie wohl ausschalten, aber wir werden nicht Jagd auf sie machen. Wir werden sie nicht ermorden, solange sie uns nicht dazu zwingen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Mit Grüßen, Schwester Cousteau. Und ein bisschen Geld wahrscheinlich. Ist das schon wieder? Oh. Finde das an, ist eine Frage. Aha. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber es war wohl irgendwas. Von Schwester Cousteau. Ja, lest selbst. Okay. Noch mehr? Hä? Begib dich zu Argon. Okay. Verstehe gerade nicht, was das... Was sind das für Dinger? Oh, da ist jemand eingesperrt. Guck mal. Also wenn die jemanden einsperren, dann kann er gar nicht so böse Bitte, sein, glaube ich. Helft uns! Ja, ja. Gertrude! Die Wachen hatten einen Schlüssel. Er ist dort drüben. Wo denn? Ihr geht in die falsche Richtung. Nee, da gibt's was zu plündern. Oh, ein Mosaikteil. Ihr geht in die falsche Richtung. Ah. Ihr geht in die falsche Richtung. Ah. Ja, wo denn? Ja, ja. Ja, ja. Ja, da entlang. Ja, ja. Da ist nix. Ja, ja. Ach. Ihr habt ihn? Bitte, bitte öffnet die Tür. Ich halte es hier drin nicht eine Sekunde länger aus. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich danke dem Erbauer. Und ich danke euch. Nicht jeder ist frei. Eure Steuern der Macht. Was? Was ist das denn? Aha. Kenne ich ja gar nicht, das Zeug. Iridium. Doch, das kenne ich irgendwoher. Was mit dir? Bleibst du hier gerne drin? Na gut, dann bleib halt. Tu, wie dir beliebt. Du bist frei. Trotz allem. So, hier noch was? Sehr gut. Haben wir dir was Gutes getan? Das ist ja schön. Ich mag das Smaragdgrab. Hier ist es nett. Ich mag so farbenfrohe Wälder. Und die Gebiete sind echt gut gemacht. Guck mal hier.
uralte Zeichnungen wahrscheinlich. Oh, die sehen ja gruselig aus. Rrr. Was auch immer das ist. So, ihr Penner Gesichter. Kommt mal her. Wow. Geht mal auf den. Level 13. Kriegen wir locker easy. Oh oh. Machst du jetzt dein Schild? Nein. Ba-ba-ba-bam. Haut immer von hinten tot, bitte. Danke. Genau, Blackwall, genau. Hey, guck mal, wie viel wir kriegen für die Requirierung. Das ist ja der Wahnsinn. Die haben alle Bücher und Schriften dabei. Voll gut. Schön, der Pyrophyt. Was auch immer das sein soll. Habe ich das schon mal gesehen? Aber ich da... Alter! Oh. Oh, wie gut ich das kann. Lalala, ich renne einfach rüber. Und, hat sich's gelohnt? Leuchtendes Felandris. Felandaris. Vitar. Nein, hat sich nicht gelohnt. Ey, ich komm... Ihr kommt mir jetzt nicht hinterher, oder? Ey, wenn ihr mich jetzt blockiert, ich schwör's euch. Leute. Mach das mal mit Cole. Ey, Cole ist so eine coole Sau, ne? Der sieht so ein bisschen bescheuert aus. Zugegeben. Aber Cole ist eine coole Sau. So, erstmal Level up. Was hast du denn? Du hast Champion. Ich glaube, Champion wäre gar nicht mal so schlecht. Bis zum Tod. Deine Verhöhnungen machen einen Gegner rasend. Der Schaden, den er verursacht, steigt im Laufe der Zeit an. Doch dasselbe gilt auch für den Schaden, den er erleidet. Der Effekt endet, sobald du dich nicht mehr in Reichweite des Gegners befindest. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Widerstandsfähigkeit. Zuckst nicht, du blinzelst nicht und du weichst nicht zurück. Gegner, die dich mit Nahkampfangriffen treffen, geraten durch den Rückschlag ins Straucheln. Nehmen wir das. Unbeugsam. Na, erstmal weiter. Oh, was hat Cole noch? Todesstoß. Ich glaube, den hatte ich auch. Blutige Beute. Deine Angriffe verursachen höheren Schaden, wenn die aktuelle Gesundheit deines Gegners niedriger als die eigene ist. Aha. Nehmen wir das mal, oder? Weil Cole ist ja generell eigentlich nicht so. Oder? Fordert Dolche. Aha. Gesundheitsgrenzwert? Okay, nehmen wir das erstmal. So, Solus würde ich sagen, mache ich mal ein bisschen weiter auf Rissmagier. Was ist das? Du absorbierst verstreute Magie. Nee, warte, ich nehme seine Superfähigkeit. Ach, kann ich gar nicht. Verdammt. Umgebener Schleier. Du nutzt verstreute Magie, die von der... Zusatzdauer gegen geschwächte Ziele. Ja, Statuseffekte sind immer gut. Er kann ja eineisen. Gut. Ich müsste auch irgendwann vielleicht die Truppe mal komplett anpassen. Dafür würde ich dann alles umskillen und eben sinnigere Verzauberungen wählen. Oh, weg da. Und batz. Au. Oh, au. Alter Schwede. Mach mich nicht kaputt, bitte, ja? Stirb. War da nicht noch einer? Ja, da ist noch ein Bogenschütze. Au. Komm, mach's schon. Immer diese blöden Bogenschützen, ne? Ich mag die nicht. Oh, Kinder, ich habe wieder keinen Mana. Mach Peng. Ah, du Penner. Diese blöden Bogenschützen, wie ich sie gar nicht mag. Überhaupt nicht. So, mehr Schriften bitte. Guck mal, Cole, so sieht er wahrscheinlich wirklich aus. Oh, die Musik. C'est magnifique. Echt nett. Echt nett. So, wir gehen erstmal zum Lager, habe ich ja gesagt letztes Mal. Ach komm, ich glaube, auf dem Weg kann ich hier noch... Oh, ein übler Verbrecher. Das sieht ja mitten im Wald so ein Anwesen. Das ist ja cool. Ich glaube, ich würde hier auch gerne leben. Das sieht so richtig nett aus. Ich meine, es ist wahrscheinlich eine Entehrung der Dalish-Krieger.
Aber warum nicht? Ich meine, von der Lokalität geht's wahrscheinlich nichts Geileres. Guck mal, auch noch so ein Gang hier. Sowas finde ich ja auch super. Die Villa Maurel. Stirb! Guck mal, wie er leidet. Das ist so schön. Weg. Du bist eingeeist, du kannst nicht reden. Danke. Stirb. Babababam. Oh, diese Schildfutzis sind echt übel, aber nicht so schlimm wie die großen Typen. Gekritzelte Notizen. Habt ihr es schon gehört? Schwester Cousteau ist gefallen. Mich überrascht nur, dass es so lange gedauert hat. Sie war einfach zu weich. Leider haben wir aber auch die Ratten verloren, die wir zur Soledin-Feste schicken wollten. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passiert. Oh oh. Ach, komm schon. Cole, trinkst du mal was? Ich werde die Regenerationstränke für schwere Kämpfe aufheben. Denn es lohnt sich einfach mehr. Ah, der Schild sieht schon cool aus, ne? Ein bisschen Zelda-mäßig sieht er fast aus. Boah, wie viel es hier gibt, das ist ja Hammer. Gucken wir uns erstmal die Sehenswürdigkeit. Oh nein, da ist so ein großer Dicker. Oh oh. Meine Superfähigkeit ist leider nicht bereit. Oh Gott. Erledigt den Herold! Ja, ja. Macht ihr das? Oh oh. Ich muss flitzen! Flankiert sie! Das heißt, in die Flanke fallen, du Arsch. Flankieren ist was anderes. Uah. Wow. Pennergesicht. Alter Schwede. Ja, ja. Friss, friss, friss. Doch, dürfen wir schon. Wir dürfen das, wir sind die Inquisition, ja. Hast vergessen, ne? Kann ja jedem mal passieren. Mach Peng. Ja, 1600. Bababam. Oh. Okay, Cole ist leider gestorben. Das war ein bisschen unerwartet. Oh, was mache ich denn? Hey. Sie hätten niemandem mehr wehtun können. Ja, Cole, du aber auch nicht. Bäume tun niemandem weh. Boah. Das ist aber eine Zweihand, ne? Schade. Krass, 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 krass. Wenn das nicht eine Zweihandwaffe wäre, die wäre genau richtig für Blackwall. So eine schöne Axt. Dalish-Buch, ja, ja. Immer mehr Bücher und Schriften her damit. Der Verräter. Okay, da haben wir die Villa. Und da haben wir noch ein Lyrium. Ich glaube, das ist außerhalb, oder? Sieht zumindest so aus, als wäre das außerhalb der Mauern. Dann gucken wir mal. Oh. Da ist noch Kraut. Da noch was? Nö. Das sieht so cool aus, Leute. Dieses Gebiet ist bis jetzt mein Lieblingsgebiet. Ich habe das auch bei den Sümpfen gesagt, dass mir das gefällt, aber es sind halt Sümpfe und das hier ist ein Wald. Und Wälder sind halt nochmal ein ganzes Stück cooler als Sümpfe. Bam. Ich muss es nur angucken, dann explodiert das Teil. Habt ihr gesehen? Ein Inquisitor. So sieht's aus. Die Vögel hier, Leute, ich würde hier so gerne leben. Stell ich das mal vor. Ihr könnt jeden Tag im Wald spazieren gehen und es ist einfach nur herrlich. Herrlich. So, Villa Maurel. Oder Maurel. Moral, wie man es ausspricht. Die Olesianer, die haben ja so einen französischen Touch, nicht wahr? Was für Kombos aus? Ja, gut, das müsste ich langsam mal ein bisschen... So die Symbiose der ganzen Fähigkeiten, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dass man... So wie in Origins, dass man die Gegner betäubt oder in einen Käfig sperrt oder einschläfert und dann einen Albtraum verpasst und so weiter. Das ging ja alles. Ich habe aber noch nichts darüber gelesen bisher von den Kombos. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Die Villa, oh.
Anführer der Freikämpfer müsste hier oben sein. Das Haus hat schon bessere Zeiten gesehen. Kein Krieg ohne Kriegsgewinnler. Gewinnler? Ich find's immer noch richtig geil, ehrlich gesagt, das Haus. Sieht richtig gut aus, noch alles. Ich hab nichts von der Ebene gehört, du? Nein, jedenfalls in letzter Zeit nicht. Hallo. Ihr Kriegsgewinnler. Bam. Sehr gut. So, was haben wir denn Schönes? Ein Daily-Spruch, jawoll. Das geht so gut mittlerweile mit den ganzen Fähigkeiten. Das ist so super. Die Kampf ist, also der Kampf an sich funktioniert. Seiten aus Lord Morrells Tagebuch. Okay. Oh, der müsste tot sein. Nee, doch nicht. Au. Oh, diese Pennergesichter mit ihrem Bogen. Scheiß. Keine Heiltränke mehr, das ist ein bisschen schlecht. So, warte. Ihr wollt nur eine Falle, ne? Ihr wollt eine Falle. Nicht mich hauen, bitte, ja? Ich bin der nette Magier, der nur die anderen schlitzt. Au. Ihr Pennergesichter! Au. Komm, Schild. Schild, Schild. Was ist mit dem Schild? So. Wow. Yes. So richtig nochmal schön eine reindrücken. Diese blöden Fuzzis, diese. Immer diese Bogentypen, ne? Die sind meine größten Feinde hier. Als Magier. Oh Gott. Komm schon die nächsten. Wow. Warte, voll rein. Voll rein gesammelt. Ja, der Krieger, der Magier ist viel schlimmer. Wart's mal ab. Wenn der mal dazu kommt, euch weh zu tun. Das sind diese Bogenschützen, verdammt ich. Die sind so übel. Oh nein, ich kann kein... Oh nein. Komm, Black Wall, hau ihn tot. Immer ein Regenerationsteil. Das ist eine Falle, heul nicht so rum. So. Oh. Befehle der Roten Templer. Auch das könnt ihr selber lesen. Dankeschön. Wie es aussieht, haben wir ihr Treffen mit den Templern gestört. Sie wollten irgendwas und es ist immer noch hier. Ja, irgendwas ist noch hier. Oh, das ist wieder ein Anführer, oder? Der ist viel zu stark. Okay, war ein Anführer scheinbar. Das scheint der letzte von ihnen gewesen zu sein. Wir haben den Freikämpfern einen Schlag versetzt. Sie hatten die falschen Freunde. Sieht aus wie ein Ninja. Hexerstab des Feuers. Ja, ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht gut, aber ich vergleiche es mal ganz kurz, was Solus hat. Ach, du hast noch den Stab. Ne, der ist schlechter auf jeden Fall. Seelenküsser. Krieger, ja gut. Der wäre vielleicht gar nicht so schlecht für Solus. Der ist auch Eis und, ne? Also nicht, weil es Eis ist, aber weil halt Solus einen schlechteren Stab hat, definitiv. Ist hier noch was? Alter Schwede, wie groß die Villa jetzt nochmal ist. Das ist unglaublich. Da hast du erstmal einen Außenbereich, der riesig groß ist. Und dann noch eine ganze Villa zum Untersuchen. Das ist ja toll. Das ist so toll. Gibt es hier nicht irgendwo ein Tranklager, wo ich meine Tränke kurz auffrischen kann? Weil die beiden sehen ein bisschen kacke aus, ehrlich gesagt. Oh. Oh, oh, oh. Wollen wir uns umsehen? Oh, komm mal.
Millielefant oder sowas. Der haben einen Marsch gegen die Dales. Viel Text. Okay. Oh, was ist das? Ein Teil eines Schlüssels. Aha. Er ist mit einer Rune versehen. Oder einem Teil davon. Ein Brief an Malifant. Hört sich ein bisschen an wie Elefant. Okay. Aha, nichts berührt ist schön. Ja, immer dieses nichts berührte Zeug. Oh, guck mal, kann ich da aufschlagen? Nee. Soll ich es mal versuchen? Na klar, Blackie. Bam! Tritt er einfach die Tür ein. Rotes Lyrium. Sie müssen es für die Templer geschmuggelt haben. Oh, jetzt Mann. Nicht mehr. Malifants Tagebücher. Aha. Ja, immer die Templer. Ich würde es wirklich gerne mal auf der anderen Seite sehen. Eine offizielle Bewertung. Dass man vielleicht die Magier nochmal auslässt und die Templer dafür wählt, dann sind wahrscheinlich die roten Magier die Bösen. Auch wenn ich das irgendwie doof finde, dass immer eine Fraktion hier dann böse sein muss. Und hier sind es wieder Teile. Der lange Marsch nach Halamshiral. Ja, ja. So viel zu lesen. Oh, was? Da ist doch noch was. Oh Gott, Leute, wie viel ist das noch? Das ist so viel. Ich will doch nicht alles. Alles. So, da draußen gibt es noch was zu sammeln, aber ich will erstmal die Tür hier erkunden, weil ich muss ja sowieso das ganze Anwesen durchkämmen, nehme ich an. Ach so. Dafür brauche ich den Schlüssel. Und die sind noch hier, die anderen Teile, oder wie? Ich verstehe das nicht, wie das manchmal die Quests aktualisiert. Manchmal übernimmt es die neuen gleich und manchmal auch nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwo nicht eingestellt. Ah, ich merke schon wieder. Ja, ja, ich weiß, aber da ist noch was zu plündern. Oh, langsam wird mein Inventar, glaube ich, recht voll, oder? Lady Morrels Tagebuch. Morrel. Jasper und Selene? Kenne ich doch die Namen. Mhm. Alter Schwede, was es hier alles gibt und überall Waffen. Warum gibt es überall Waffen? Ich meine, das sind Adelsleute. Warum sollten die überall Waffen? Guck mal, aber die Bilder sind cool, die Rahmen zumindest. Ne? Die haben ja hier nicht überall Waffen. Die haben wahrscheinlich schönes Geschmeide und Klamotte. Ja komm, eben hat es doch Rim Rim gemacht. So, wo ist denn jetzt mein... Sexualität in Thedas. Oh, das wird interessant. Es ist sogar überaus interessant. Aha. Ich glaube, das würde Dorian interessieren. Ach Kinder, ich habe schon meine Meinung dazu gesagt. Ich mag Leute, die homophob sind, ehrlich gesagt nicht. So. Okidoki. Gib. Da ist es doch. Noch ein Schlüsselteil. Yay, bald haben wir alle drei. Oh Leute, seid ihr auch schon so gespannt? Was hinter dieser Tür wartet? Die ominöse Tür? Hä, da ist noch was? Oh. Ja, ich bin's auch. Kann ich euch flüstern. Da ist auch noch was. Eieieiei. Kinder. Überall Embryum. Da ist noch mehr. Aber ich will jetzt den Schlüssel holen. Ich will wissen, was hinter dieser Tür auf uns wartet. So. Der letzte Flügel. Wahrscheinlich gibt's da noch ein paar Gegner, oder? Vor allem, wie kann er das spüren, dass da was liegt? Ich meine, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber da ist ja noch mehr. Ach so, noch zwei Säcke.
So, man findet hier eindeutig zu viel, finde ich ja, ne? Malifans Tagebücher. Okay. Lass mal da durch. Irgendwo muss hier... Wo ist der Schlüsselmensch? Also nicht der Schlüsselmensch, sondern der Schlüsselmensch. Wo ist der? Hinter der letzten Tür wahrscheinlich. Komm, sag ja. 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 Da ist er. Das ist er, der Schlüssel fürs Leben. So, Leute, aber ich würde sagen, oh, da war ein Harnisch. Den hole ich mir, gucke ich mir auch später an. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen und herausfinden, was hinter dieser Tür wartet, mache ich ein Päuschen, weil der Part ist lang genug. Auf jeden Fall würde ich mich weiterhin freuen über eure Unterstützung. Likes und Kommentare sind sehr gerne gesehen. Ich lese natürlich immer alles. Versuche auch mal drauf zu antworten. Ist immer nicht so leicht. Immer nicht so leicht, ja. Ja, nicht immer, ne? Nicht immer, immer nicht. Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder zu Dragon Age Inquisition mit Drachendorn. Okay, nächstes Mal.